Jetzt schauen wir uns gemeinsam die Nummer 1 und die Aufgabe B an. Ein Dreibettzimmer braucht der Herr Müller für 7 Nächte. Und dann braucht er noch 3 Karten für die Therme. Und es handelt sich wieder um ein Dreibettzimmer. Ich möchte mit dir gemeinsam jetzt das Balkenmodell machen. Ich glaube, rechnen kannst du es dann schon alleine. Also, wir lösen wieder die Nummer B. Den Preis vom Dreibettzimmer finden wir wieder in unserer Tabelle. Das Dreibettzimmer 128 Euro. Wir haben wieder ein Kästchen fürs Dreibettzimmer. Kürzen wieder mit Zi ab. 2, 3 Nächte, 4 Nächte, 5 Nächte, 6 Nächte, 7 Nächte. Jetzt haben wir also hier 7 Nächte, wo wir ein Dreibettzimmer brauchen. Das heißt, um den Preis für diese 7 Nächte herauszufinden, könnten wir entweder wieder eine Addition machen, aber richtig schneller geht's mit einer Multiplikation. Und in diesem Fall würde ich dir auch eine Multiplikation empfehlen. Das heißt, deine Rechnung würde dann 128 mal 7 heißen. Dann sind wir aber noch nicht fertig, denn wir brauchen ja noch die 3 Karten für die Therme. Und da können wir wieder ein Kästchen für eine Thermenkarte machen. Die Therme kostet 27 Euro. Also eine Thermenkarte, 2 Thermenkarten, 3 Thermenkarten braucht er. Also 3 Karten. Und da würde ich auch wieder, einfach weil es flotter geht, eine Multiplikation vorschlagen. Die Rechnung würde also heißen 27 mal 3. Also, deine Balkenmodelle hättest du dann hier, wo du sehr schön auf einen Blick siehst, was du machen musst, nämlich die 7 Nächte von den Zimmern zusammenzählen oder multiplizieren. Und dann hast du noch die 3 Karten. Und wenn du die beiden Ergebnisse ausgerechnet hast, brauchst du wieder nur die beiden Endergebnisse addieren. Los geht's!